Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Metroid Prime. Ja, ich habe mir überlegt, ich hole jetzt erstmal das Extra. Ich habe so gedacht, soll ich es holen? Also das beim Charge Beam. Soll ich es holen? Soll ich es lassen? Ich meine, es ist ja im Prinzip im Moment noch total unnötig, weil ich da sowieso noch etwas holen kann, aber erst mit dem Spider Ball. Deswegen habe ich mir gedacht, ob ich es vielleicht erst dann komplett hole, alles was da ist. Aber dann habe ich mir gedacht, für den Boss könntest du es gebrauchen. Deswegen hol's dir lieber jetzt, bevor du dann beim Boss stehst und dann keine Missiles mehr hast. Zum Beispiel. Ist ja natürlich nicht so geil. Das meinte ich übrigens mit dem, dass man relativ... Also man kommt durch, aber man kommt höchstwahrscheinlich nicht durch, ohne Schaden zu nehmen. Wie man gerade eben gesehen hat, ist es so. Ich habe zwei ausgeschaltet und eins war betäubt. Deswegen, man kommt da nicht durch, ohne Schaden zu kriegen. So. Hier sieht man... Ich konnte gerade das anvisieren. Ach so, das ist so ein Teil. Hier sieht man wieder eine Spider-Ball-Schiene. Das bedeutet, da oben gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit noch etwas. Deswegen wollte ich das hier eigentlich nicht holen, weil ich mir gerne so Eselsbrücken baue. Mit Sachen, die ich noch einsammeln muss. Oder einsammeln will, eher gesagt. Und das wäre halt sowas gewesen, was ich gerne noch mitgenommen hätte. Beziehungsweise ich auf jeden Fall noch mitnehmen werde, aber... Es wäre einfacher gewesen, sagen wir so, wäre der Raum noch nicht erforscht und ich damit, also wenn ich damit dann wissen würde, ah okay, da war ich noch nicht. Jetzt ist es so, der Raum ist schon erforscht und ich kann mir nicht sicher sein, ob ich da schon war. Aber ich muss hier in die Gegend sowieso zurück, später. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon längst den Spider-Ball. Von daher ist es gar nicht so schlimm. Oh. Okay, jetzt kommen hier wieder die Sturzsegler. Oder ein paar davon. So, ich habe hier auch überlegt, ob ich mir das extra da oben hole, über dem Eingang da oben. Theoretisch wäre es machbar, auf die Dinger draufsteigen und dann mit dem Morphballsprung da hoch. Nur, ich habe beim ersten Versuch versagt, bin runtergefallen, habe dann die Aufnahme angefangen und habe mir gedacht, nee, das wäre jetzt deutlich zu lang, bis ich das schaffen würde. Also es würde funktionieren, das weiß ich, habe es schon mal gemacht. Einfach aus Spaß, weil, warum nicht, ne? Aber es kostet halt so viel Zeit und ist relativ unnötig. So, was ich jetzt mache, ich öffne den Weg zum Boss. Der ist nämlich wieder mit solchen, mit solchen Zeichen, die man scannen muss, abgeschlossen. Die Tür ganz oben. Die sind hier überall am Baum verteilt. Es kann sogar sein, dass ich irgendwas davon vergesse. Also schlagt mich nicht, wenn ich irgendwas vergesse. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich sollte gucken, ob hier irgendwo... noch dumme Insekten rumfliegen. Da ist zum Beispiel eins. Ich glaube, das hatte ich einmal vergessen, weil ich einfach dran vorbeigelaufen bin und dann mich die ganze Zeit gefragt habe, hä, wo ist bitte schon das Zeug? Was zur Hölle ist los? Ich habe doch alles. Ich finde hier nichts mehr. Hier ist doch nichts mehr. Verarsch mich doch nicht. Naja. So wie man es eben kennt. Man fühlt sich vom Spiel verarscht, aber eigentlich hat das Spiel recht und man selbst ist einfach nur scheiße. Dummen Insekten. Ich mag im Übrigen keine Insekten. Das kann man vielleicht mal erwähnen. An dieser Stelle. Au, 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 au. So, und ich habe schon wieder das Gefühl, dass ich irgendwo eins übersehen habe. Eins von den Zeichen. Das ungute Gefühl habe ich aber immer.
dass ich irgendwas übersehe. Hier sieht man schon, eins fehlt nämlich noch. Ich glaube, das ist, ja, das ist hier. Okay, das war's. Zum Glück. Ich habe alle Zeichen gefunden. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich in diesem Part schon den ersten Boss erledigen. Also den ersten großen Boss. So, das müsste Talorische Legierung sein. Yep. Hier mit Missiles durch. Wie schön, dass nochmal alles abgefragt wird, was man jetzt so eingesammelt hat. Okay, man kann es auch als unnötig betrachten, weil man sowieso erst hier hinkommt. Also mit der Morphballbombe, die bekommt man jetzt als letztes, als extra. Au. Sollte aufpassen, dass ich möglichst volles Life habe, wenn ich da reingehe. Okay. Ich habe fast volles Life, das passt schon. Flagara, das absolut schlimmste Bossprinzip bei diesem Viech. Typus Flagara. Diese mutierte Pflanze ist der Ursprung der Vergiftung des Wassers in den Ruinen. Flagaras Wachstum wurde radikal beschleunigt. Daher benötigt es nahezu konstante Sonnenbestrahlung, um aktiv bleiben zu können. Durch diese Bestrahlung wurde Flagaras äußere Schale massiv und sehr widerstandsfähig. Sein Wurzelwerk ist jedoch ungeschützt und empfindlich. Nutze diese Schwäche. Falls möglich, gezielter Beschuss kann es für kurze Zeit außer Gefecht setzen. Ja, und wie man gesehen hat, am Anfang hat sich so ein Teil umgekippt. Und hat Flagara mit Sonnenenergie quasi gespeist. Und die muss man, weghauen. Und dann öffnet sich, also, wenn man alle davon weggehauen hat, dann wird Flagara außer Gefecht gesetzt quasi. Und man kann in den Tunnel rein. Jetzt sehen wir schon, ist ein 2 aktiv. Was deutlich nerviger ist. So. Wie man sieht, Flagara ist ein Arschloch. So. Und das Problem ist, die wird auch die Teile wieder, wieder aktivieren, wenn sie genug Zeit dafür hat. So, komm schon, wo gehst du raus? Okay, überall. Das wusste ich nicht mal. Ich war noch nie so nah bei ihr. Also bei ihr, ich weiß nicht. Ist es eine Pflanze? Hat es überhaupt ein Geschlecht? Ich habe keine Ahnung. Im Übrigen hat mir die erste Bossmusik deutlich besser gefallen. Mal so nebenbei angemerkt. Also die vom Mutterparasit. Die war deutlich cooler. Ich glaube, das war scheiße. Okay. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, noch 2 Stück, theoretisch. Wenn ich richtig liege, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, jetzt muss ich alle 4 deaktivieren, was richtig ekelhaft ist. Man hat ja gerade eben gesehen, es hat zu lang gedauert und deswegen hat sie sofort eins der zwei, ja, was ist das, Solarpanels, ich habe keine Ahnung, wieder deaktiviert, also wieder umgeschubst. So, ich versuche das jetzt so, sie betäuben, schön langlaufen, springen am besten, weil das schneller geht. Und sagt das, war's das jetzt schon? Ja, das war's. Bloß nicht von ihr den Weg zum Teil abschneiden lassen, sonst muss man einmal im Kreis laufen. Sie rollen und es dauert halt ewig. So, das war's.
Ich weiß noch, als ich den Boss das erste Mal gemacht habe, ich hatte so Probleme mit dem Teil. Aber wenn man weiß, wie er geht, dann ist der eigentlich kein Problem. Und wir sehen klares Wasser. Und was sehen wir denn da? Das war übrigens einer der Gründe, warum ich Warrior Suit, warum ich vor diesem Part auf jeden Fall, also vom letzten Part, das wieder umgestellt habe mit dem, was ist das denn? Ach so, Bewucherung, da kommt man nicht mehr durch. Warum ich das umgestellt habe, und zwar, weil ich diese Szene hier richtig cool finde und ich finde, die gehört diesem Original deutlich cooler als mit dem Metroid Fusion Suit. Warrior Suit erhalten. Hochtemperaturbereiche sind nun zugänglich. Und ein zusätzlicher Dateneintrag. Ja, ihr müsstet ja noch wissen, wie der Warrior Suit im anderen Modus aussah, also mit Metroid Fusion Suit. Der sah halt richtig ekelhaft, wenn man es mal so sagen darf, aus. Also fand ich. Ach ja, die... Was sind das für Impulsbomber genau? Guck mal, ich ziehe es an und dann zerstöre ich es nicht, weil es nicht geht, weil ich nicht die richtige Waffe dafür habe. Aber man kann es hier schon scannen. Yay. So, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir schon mal waren. Beziehungsweise wir waren noch nicht hier drin, aber im nächsten Raum davon. Im Übrigen kann ich hier erstmal die ganzen Nester ausschalten. Ich weiß gar nicht, ob man... Ah, das war eigentlich total unnötig, weil ich glaube, ich hier noch nichts machen kann. Aber ich hole mir jetzt erstmal den zusätzlichen Missile-Tank, der hier auf mich wartet. Komm schon. Komm runter. Da, wo ich ja schon vorbeigelaufen bin, wo es danach zum Energietank ging. Hier. Und zwar, ich glaube, hier gibt es auch noch eine Inschrift, ja, hier, total übersehen, beziehungsweise total vergessen. Und zwar hier, man kann die Dinger hier aufspringen, soweit ich das weiß, ja. Und man muss in jedes einzelne rein, muss eine Bombe legen. So, jetzt hier rein. Das war jetzt noch das Einfache. Auch für dieses Extra muss man einen Morphballsprung beherrschen. Was ich zum Glück beherrsche, wie man sieht. Weil wenn man den hier nicht beherrscht, dann muss man hier lernen, wenn man alle Extras will. Weil anders kommt man zu diesem Missile Container nicht hin. So, jetzt gehe ich noch einmal zurück. Ja, Grabkäfer passt schon. Hierhin, und zwar zum Master-Grabkäfer. Also wo der halt war. Ich glaube, der kommt hier jetzt schon, genau. Wie man sieht, normaler Gegner jetzt. Vorher war es ein Zwischenboss. So, und zwar hier. Hier kommt jetzt auch nochmal. Warum auch nicht. Aber wir wollen nur die Missile hier. Den Missile-Container. Und interessieren uns nicht für den Grabkäfer. Ach ja, die Viecher sind jetzt hier.
okay, so massiv Schaden machen sie jetzt auch nicht. Oder es liegt daran, dass ich tatsächlich schon den Various Suit habe, da sie mir nicht mehr so viel Schaden machen. Ich denke, in der Tal- und Oberwelt könnte ich jetzt auch noch ein paar Sachen holen. Ich könnte auch hier durch, aber hier brauche ich den Gravel Beam, um hier weiterzukommen. Hier habe ich, glaube ich, alles. Hier habe ich auch geholt. Da komme ich nicht weiter. Ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich eigentlich standardmäßig in die Höhlen von Magmor. Zu dem Transporter hier. Aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall nochmal hier vorbeigucken. Das muss ich sowieso, wenn ich jetzt wieder zum Transporter gehe, weil hier ist ein Extra. Und hier ist noch eine... Nee, die war... Hä, warum wird die noch als Missile-Tür angezeigt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da in diesem Kreisding ist ein Extra versteckt. So. Ich gehe mal kurz nochmal zur Tal- und Oberwelt. Und gucke nochmal kurz auf die Karte. Um zu gucken, ob da irgendwo Extras versteckt sind. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube... Ich glaube, da müssten ein paar sein. Oder ein, zwei, ich weiß nicht. Ein, zwei Missile-Container oder so. Das hilft mir schon weiter für die Kämpfe, die noch bevorstehen. Ich meine, ich spiele schließlich im Veteran-Modus. Hat man vielleicht bei dem Bosskampf jetzt nicht so wirklich gemerkt. Aber hätte er mich ein paar Mal öfter getroffen, dann hätte man es durchaus gemerkt. So, erstmal auf die Karte gucken. Hier kann ich hier zurück. Kann ich mir... Nee, da brauche ich den. Okay, wisst ihr was? Ich gehe wieder zurück. Ich muss hier sowieso hin. Sobald ich durch die Höhlen von Magmor durch bin und dann im nächsten Gebiet, weil die Höhlen von Magmor sind jetzt quasi nur so eine kleine Zwischenstation. Sobald ich da im nächsten Gebiet bin, hole ich da, glaube ich, eine Sache und dann muss ich sowieso in die Tal- und Oberwelt zurück. Ich glaube, da komme ich dann auch von der anderen Seite hin. Also durch einen anderen Transporter. Deswegen bringt es jetzt nichts, wenn ich mich da jetzt umgucke und schon Zeug sammle, wenn ich da sowieso im nächsten Part höchstwahrscheinlich schon da bin. Oder schon hin muss. Ich weiß es nicht genau, wie schnell das geht. Aber hier bin ich doch richtig, oder? Ja, manche Leute übertreiben es schon mit ihren Autos. Das habt ihr jetzt 100 Pro gehört. Also wenn ihr das nicht gehört habt, dann liebe ich mein Mikro. Aber ich glaube schon, dass ihr das gehört habt. So. Das habe ich übrigens vergessen, dass man die hier kaputt schießen kann. Als ich das erste Mal hier durch bin. Beziehungsweise, dass man sie auch betäuben kann mit einem normalen Schuss so. Dann einfach durchlaufen kann. Ich bin ja erst, Ach ja, hier ist ja auch noch ein Extra, das habe ich total vergessen. So, ich möchte nicht gestört werden beim Sammeln des Extras. Deswegen lasst mich hier dumm wespen. So. Hier ist ein Missile-Container wieder. Kommt man halt auch erst hin, wenn man die Bomben hat. Ah, fuck. Wieso erinnere ich mich nicht an sowas? Und diese Fallen. Ich weiß echt nicht, warum ich manchmal so beschränkt bin. So, hier hört man wieder das typische Geräusch, das dann extra ist und Missile-Container halten. So, dann gehen wir weiter, holen uns noch das nächste und ich glaube, dann wende ich den Part, sobald ich das nächste habe. Das ist ja direkt hier um die Ecke. Zwei hier. Ja, ja. Hier, noch ein Missile-Container. Und das war's. In dem Teil war ja das Kartenterminal drin. Ich war ja da schon drin. Hier Kartenterminal. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Hier gibt es nämlich keine Extras mehr. Verbindungstunnel zum Transporter. Nee, da gibt es keine Extras mehr. Wir sehen uns das nächste Mal auf den Weg zu den Höhlen von Magmor. Bis dahin, Leute. Servus.